Heinz-Christian Strache hat gerade auch schon gesagt, dass Sie an seiner Seite stehen sollen beim nächsten Wahlkampf. Welche Rolle können Sie sich da denn konkret vorstellen? Ich werde auf einem Listenplatz hinter Heinz-Christian Strache kandidieren. Und ich denke, dass das für andere Parteien vielleicht eine gewisse Herausforderung darstellen könnte. Sie haben einen beachtlichen Erfolg trotzdem für die FPÖ eingefahren. Wäre sowas wie eine Doppelspitze Ihrer Meinung nach möglich? Nein, ich halte davon überhaupt nichts. Eine Partei braucht einen Obmann und dieser Obmann ist gut. Und ich werde am zweiten oder am dritten Listenplatz kandidieren. Oder wo auch immer mich die Partei hinstellen wird. Es wird eine Vorstandssitzung geben, die wird entscheiden. Aber ich glaube, der zweite Platz wird recht wahrscheinlich sein. Und werde einen ganz normalen Wahlkampf machen. Ich habe eine gewisse Erfahrung gesammelt. Nach diesem unglaublich anstrengenden Wahlkampf, was wird jetzt morgen passieren? Ja, wissen Sie, ich bin überhaupt nicht müde. Also ich werde morgen, ich gehe zuerst Radfahren. Ich habe eine größere Tour geplant, eine Mountainbike-Tour. Und dann auch Zeit mit der Familie. Ja. Vielleicht besuchen wir einen Buschenschank im Südburgenland, was auch immer. Alles Gute, danke.